Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. Vielleicht in dem Haus? Ja. Er hat ein Ding. Ja, das zockt. Vielleicht da drüben! Oh Gott. Oh, was? Du musst rein hier, weg. Okay. Alter, was für ein Ritt. Wir sind sicher. Was die sicher nennt. Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Oh. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh.
komm. Setz dich doch. Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Kann ich dir nicht was schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, sie will eine Entschuldigung. Ernst. Ernst! Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Oh. Also, diese eisige Stille. 2 Jahre zuvor. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Mag die Rückblicke. Willst du es probieren? Na, Logo. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Wie komme ich denn ins Zielfernrohr? Ach so, X. Du musst höher zielen. Gib ja. Der Kugel Spielraum zum Fallen. Sehr gut. Wow. Geräusche locken sie an. Wir sind auf... Lass sie uns erledigen. Na bitte, noch 2. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, dann noch mehr. Hoppala. Okay. Ja, wo sind denn noch welche? Da nicht mehr, gehen wir weiter, oder? Komm, Tommy, lass uns Woher weitergehen. Woher kommen die? Onkel die Tommy. Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Aber das sieht schön sie aus. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch, der satt. Was denn für ein Hirsch? Ah. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich sehe noch 2. Bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ah. Das haben wir wieder super gemacht. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Du hast Talent. Ich muss sagen, hier ist Autozielen an. Sonst würde ich hier was gar nichts treffen. Denn? Wunderbar. Wo ist er denn? Du lernst echt schnell. Ja. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Ja,
Okay. Her damit. Hey, aber danke. Coole Knarre. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Eine coole Knarre, Tommy. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Irgendwie ist es... Ganz ruhig, Freunde. Hier kannst du nichts sagen, weil der labert. Der ist hart am Labern, der Tommy. Aber trotzdem schaut euch das an. Krasse Sonneneinstrahlung. Super gemacht. Fällt mir. Davon sollte es mehr geben. Kann man hier was looten? Nee, ich glaube nicht. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Ja, ja. Ich will hier gucken. Ich will noch gucken hier. Ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir was einstecken. Ja, ja, das. Und vielleicht brauchen wir das ist sogar. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Aha. Ein Auge kitzelt. Oh, jetzt geht's los. Biere. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay, finde ich. Die Preise. Ja. Da stehen ja keine Mengenangaben. Also, wie viele Liter man kriegt für 7,75 $. Im Glas ist das schon heftig. Da kannst du auch zum Oktoberfest gehen. Für 11 oder 12 €. Ja. Pfandflasche, die kann man zurückbringen. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Hm. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen des Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen, würde sie ihre Gefühle für den Captain beiseite schieben, für ihr eigenes Überleben zu kämpfen. Krasse Story. Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille?
Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. 26. Dezember, Astrid, Bonnie. Unsere Route war frei und wir erwähnen auch nicht den unglaublichen Sonnenuntergang, weil das in diesem wichtigen Text wirklich völlig unangemessen wäre. Okay, 3. Januar, Chess oder Chesse, Mike, alles okay. Vielleicht sollte ich auch anfangen, hier Blödsinn hineinzuschreiben, weil das Protokoll niemanden interessiert. 14. Februar, Joel und Tommy. Alles okay, ich glaube, wir haben Mike verärgert. Vielleicht sollten wir aufhören. 6. März, Jesse und Eugene. Alles okay, hat seine Mom letzte Nacht auch zu mir gesagt. Haben trotzdem weitergemacht. Okay. 2. April, Craig und Bonnie. Alles okay, Eugene, du bist der Hammer. 23. April, Jesse, Mike, alles okay. Dann kommt Eugene, Mike, alles okay. Mike ist ein großartiger Mensch. Er bedroht mich nicht mit der Waffe, damit ich das schreibe. Okay. Die haben da wirklich nur Unfug reingeschrieben. Joel und Tommy, 5 Runner an der Anhöhe erledigt. Okay, das ist immer sehr sachlich, wenn der Joel dabei ist. Astrid und Bonnie, ein Klicker unten am Fluss. Erledigt. 13. Juli, Joel und Tommy, ein paar Runner beim Zaun. 12. August, Joel und Tommy, alles okay. Falls sich jemand fragt, mein Bruder kaut immer noch mit offenem Mund. 22. September, ist mir aufgefallen, dass dann nur noch Joel und Tommy daherkommen. 22. September, Joel und Tommy, alles okay. Inzwischen kann ich Farmer Dell auf der Gitarre spielen. Wenn ich mir das schon anhören muss, kann ich auch mitmachen. So hat er Gitarre gelernt. Okay. 2. sozusagen. Hier ist nichts. Gehen wir mal zu Joel. Ah, fast verpasst. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Welches Pferd ist das? Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, 2 Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Er ist witzig, ja. Ja gut, die beiden, die haben ja auch eine teilweise schöne Vergangenheit. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn.
das Musikgeschäft. Weil man auch in so einer Zeit Langeweile hat. Da kommen wir nicht hoch. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Oh. Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Der Allstringer. Oh. Echter Name. Okay. Müssen wir das lesen, Leute? Ich habe auf den Sammelkram keine Lust. Mag das nicht. Das bremst wie nennt man das? Das bremst mein Spielerlebnis irgendwie. Ich finde das sehr eigen. Der Graben war eine seltene Heldenkarte. Die sammelst du immer noch? Nur kein Neid. Ich tue mein Bestes. Okay, durch den Graben kommen wir nicht. Vielleicht können wir durch diese Hütte da. Okay. Natürlich ist ja alles von Gräben umgeben. Und alles kaputt. Ach, verdammt. Lass mich raten, da sind wieder Mistviecher drin. Ah, oh, ich mag. Das könnte was sein. Mag die Viecher nicht. Du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht! Yep. Ich bin durch! Moment! Okay. Bitte, Ellie, schrei nicht so rum. Trau dem Braten nicht. Ich suche. Dachte, hier liegt jemand. Noch ein bisschen Sachen einsammeln. Bei Joel kommst du wieder zu nichts. Spätestens jetzt sollten sie angerannt kommen. Na hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Ellie, hier. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Wollte auch gerade fragen, ob die wirklich die Maske braucht, aber er hat's ja beantwortet. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut.